Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Let's Play Satisfactory hier in dem wunderbaren Update Nummer 8. Ja, ich stehe gerade bei der Kalkader und ich lasse die jetzt noch einmal durchlaufen. Ich habe jetzt in der Zeit wirklich einen ganzen Haufen Beton produziert. Ich war nochmal los, habe noch ein bisschen Biomasse gemacht und also einen ganzen Kram. Also ich war jetzt nicht ganz untätig und deswegen denke ich, dass wir in dieser Folge... Ja, auf jeden Fall gut was auf die Reihe kriegen. Ich nehme das den Beton jetzt tatsächlich noch einmal hier raus und dann werde ich mal gucken, wo ich den gleich einsetze. Und ich habe noch eine Sache gemacht und zwar, das zeige ich euch auch mal ganz kurz, ist nichts Wildes. Ich habe nämlich noch eine zweite Betonproduktion aufgebaut. Die ist so voll. Machen wir hier rein. Und wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen was auf Vorrat. Knapp, was haben wir jetzt hier? 1000, fast 2000 Beton, das ist schon mal ein Träumchen. Genau, und da habe ich, einzige, was ich sonst noch gemacht habe, ich habe nur noch hier vorne den Bio-Brenner quasi abgerissen und, ja, ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht, ne? So, jetzt weiß ich allerdings gar nicht, wie weit kommen wir denn hier hoch. Maximal zwei Wände. Das heißt, wir könnten eigentlich hier außen einen Weg lang machen. Das wird nicht funktionieren. Da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze gestalten. Aber hier hinten will ich jetzt gar nicht so viel bauen. Sondern hier soll ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, der Strom hin. Mehr soll ja hier gar nicht hin. Genau, hier soll nämlich nur der Biomassebrenner hin, den ich hier vorne nämlich abgerissen habe. Weil dadurch produziert jetzt quasi gerade unsere Dinge ziemlich nicht. So, ich lasse in der Mitte einen frei oder lassen wir, machen wir den zusammen? Gute Frage. Machen wir Durchgang dazwischen? Ja, ne? Ja, machen wir mal einen Durchgang dazwischen. Drei. So, und dann würde ich sagen, machen wir aber hier in der Mitte einfach einen Strommasten drauf. Und dieser Strommasten geht an beide Biomasse-Generatoren. Den würde ich sagen, ziehen wir jetzt erstmal hier hinten rein. Den ziehen wir einmal hier rüber an die Ecke. Den ziehen wir dann einmal hier rein. An die Ecke. Den reißen wir einmal ab. Der geht einmal dahin. Und dann geht der nach hier vorne hin. Dann geht der nach da oben dran. Da müssen wir den einmal abreißen. Genau. So, und das Problem ist, dass jetzt gerade hier der Strom, oder? Das ist an sich gar nicht so schlecht. Da können wir nämlich mal eben kurz ein bisschen Draht machen. Da habe ich nämlich mal eine glorreiche Idee, was wir da machen können. Ja, ja, so ist das. Das Game macht jetzt auch in der Ursprungsversion einfach richtig, richtig Laune. Muss ich sagen, es macht mal wieder richtig, richtig Bock. Aber lange Zeit habe ich Satisfactory, aber ja, jetzt wieder mit Update 8, wo man diesen rein optischen Aspekt auch hat, ey, ich finde es einfach nur mega nice. So, also, das Ganze muss da rein. Das Ganze kommt dann einmal, ja, nicht da raus. Das ist nämlich, sehe ich gerade, wird gar nicht funktionieren. Houston, we have a problem. Nein, wir haben kein Problem. Pass auf, wir machen nämlich folgendes. Wir gehen hier einfach rüber. Schieben einmal hier den Strom rein. So. Den nach dahin. Das passt ja soweit. Machen wir den nämlich nach dahin. Dann geht der nämlich da weg.
Eins, zwei und laut, das passt. Der geht dann nämlich einmal dahin. Oder dahin. Ne, dahin ist schon richtig, genau. Der muss aber eigentlich dahin. Der muss dahin, der muss dahin. Und der muss weiter hier rüber. Der geht dahin, der geht nach dahin. Dann geht er da rein, das ist alles schick. Der geht weg. Zack, der hier rüber, der nach da rüber. Hier machen wir dann später die Verkabelung rein. Und der geht dann jetzt einmal Taschenlampe an, ich sehe nämlich nichts. Quasi dahin. Der geht dahin. Und der geht einmal hier rüber. Jo. Perfekt. Das sieht richtig geil. Ich finde, das sieht richtig, richtig nice aus, ey. Mir gefällt das gut. Aber ich habe da noch eine andere Idee, was ich machen kann. Kann man das so viel geile Sachen machen. Mir spielt gerade so viel im Kopf rum. Aber davon werde ich erstmal nicht... Ach, schon wieder so ein Ding dran. Ich will den doch gar nicht da dran haben. Ich will doch einfach nur den hier haben. Was hat denn den denn dran gemacht? Komisch, komisch. Egal, gehen wir noch kurz ein bisschen Biomasse holen. Wie gesagt, da war ich auch wieder ein bisschen fleißig. Da habe ich hier mal so ein bisschen was vorbereitet. Dann werden wir da jetzt schon mal die Biomasse einmal wieder an den Start bringen. Dann kann der ganze Spaß nämlich wieder anlaufen. So, der backt aber auch nirgendwo durch, ne? Nein, der hängt frei. Okay, perfekt. Cool, jetzt machen wir nämlich folgendes. Jetzt machen wir nämlich erstmal das Ding hier weg. So, der geht jetzt erstmal straight durch. Wir müssen erstmal hinten zum Ding jetzt rüber, ne? So, pass auf. Machen wir erstmal hier weiter. So, hier haben wir schon mal 4 Meter Unterschied drin. Das ist auch erstmal hier scheiße. Ja, 4 Meter ist hier zu viel, aber die brauchen wir hier. Alles andere wird hier nicht funktionieren. Hier setzen wir dann nochmal einen Miner rein. Den werde ich auch jetzt gleich schon mal setzen. Dann müssen wir dann nur gucken, wie wir das dann mit dem Höhenunterschied machen. Aber da mache ich mir Gedanken drum, wenn es soweit ist. Erstmal wird das Ding platziert. Jetzt ein bisschen kacke. So ist das ein bisschen besser. Ja gut, wie wir den Unterschied ausgleichen, müssen wir mal abwarten. So, jetzt würde ich sagen, werden wir erstmal hier hinten runterbauen. So, dann nehmen wir mal eben, ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht wieder die 2 Meter höher können. Dann müssen wir dann mal gucken. Ich nehme mal eben hier die ganzen Miner mal eben alle weg. So, kein Platz im Inventar, das ist uncool. Jetzt hänge ich hier fest. So, rein damit. Keinen Platz mehr. Wir brauchen sowieso nur 2 Miner. Dann packe ich die anderen Miner in eine Kiste. Genau. Hier einmal sortieren. Das weg. 3 habe ich noch da. Das heißt, ich kann die 3 sowieso erstmal wegpacken. Ist das okay? Jetzt schmeißen wir mal eben hier den restlichen
Kalksteine rein. Super. So, mal gucken. Miner mitnehmen. Miner mitnehmen. Mal wieder alles voll. Gut, einer muss im Inventar bleiben. So, dann können wir jetzt den letzten auch noch eben holen. Jo, und dann müssen wir mal gucken, ne? Was wir dann veranstalten. Also, nein. Genau. Also ich versuche jetzt erstmal, würde ich sagen, nochmal kurz 2 Meter höher zu gehen. Also das heißt, wir gehen mal hier auf... Ja, das wird nicht klappen, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, wobei... Ihr könnte... Mit ganz viel Glück, aber... Man muss schon wirklich ganz, ganz viel Glück dabei sein. Meiner. Na, ihr seht da das? Das passt nicht. Ne, ne, das müssen wir anders machen. Dann machen wir das nochmal alles weg hier. Dann werden wir das ein bisschen anders gestalten müssen. Ja, pass auf. Lass uns erstmal hier das mal eben wegmachen. So, jetzt nehmen wir erstmal das erste Fundament, das ziehen wir jetzt erstmal bis da rein. Das ist erstmal okay. So, jetzt ziehen wir das andere hier runter. So, jetzt machen wir einmal meiner 1. So, der ist da natürlich jetzt zu hoch, ne? Wobei hier tatsächlich geht es noch. Hält sich hier echt noch in Grenzen, muss ich sagen. Erstaunlich. Aber dann könnte man nämlich... Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich will mal gucken. So, sorry, war gerade wichtig. 3. Naja, das... Warte mal, 2 Meter. Ne, das wird nicht funktionieren. So wird es funktionieren. Dann wäre ich damit auf den typischen 4 Metern. Dann müssen wir ein bisschen rumexperimentieren. Also wie weit wir hier gehen können, also die kann man ja später noch wegspringen. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Aber da ist jetzt erstmal die Frage... Also hier können wir auf der einen Höhe bleiben. Aber wie weit können wir da bleiben? Also ich würde eigentlich ganz gerne die 2 Meter wieder höher gehen. Wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen lieber. Aber dann die Frage, wie weit machen wir das? Also dann würde ich aber vorschlagen, wenn wir jetzt hier wieder höher gehen. Dass wir das Ganze so in dem Bereich machen. Hier vorne ein bisschen Luft haben. Ich glaube, wir müssen mal die Ecken freischalten. Dann können wir direkt ein bisschen ordentlicher bauen. Ja, würde ich auch vorschlagen, ne? Dann machen wir den in die Mitte, dann machen wir den hier.
machen wir nach da. Den machen wir nach da. Pass auf, dann machen wir jetzt mal eben folgendes. Wir machen mal ein bisschen Alien-Protein. Und ein paar DNA-Kapseln. Und werden noch mal ein bisschen was in den Schredder jagen. Ohne wird es nicht funktionieren. Guck mal, hier ist so viel, ey. Wollen wir eben richtig fett weghauen, die Sachen. Ich mach mal so 20 Kapseln, die hauen wir dann mal eben in den Schredder rein und gucken, ob das reicht. Und ansonsten guck mal, was ich hier an Biomasse rauskriege, ne? Ich glaube, ich werde dann darüber auch meine Biomasse produzieren. Das wäre, glaube ich, das Schlauste. Aber erstmal können wir gucken, was wir freischalten können. Können wir freischalten. Wie gesagt, über die DNA-Kapseln könnt ihr, oder über die Alien-Organe, könnt ihr so geil ein Dingens produzieren. Biomasse. Das ist der absolute Oberknaller. Das ist richtig geil. So, aber schmeißen wir mal eben die DNA-Kapseln da rein. 20 Stück, da kommen sie. Wollen mal gucken, was wir dabei rauskriegen. Wenn nicht, hauen wir nochmal 20 rein. Ist ja auch egal. Ja, 5 Stück. Okay. Gut, dann wollen wir jetzt mal gucken. Haben wir 5 Stück gekriegt. Einen haben wir noch im Coupon. Ich meine, die kosten, glaube ich, 6. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mal gucken. Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Fundamente. Sind das die oder? Nee. Die sind das, ne? 5 kosten die. Okay. Zum Warenkorb hinzufügen. Und wir kaufen das Ganze mal. Okay, wunderbar. Dann wollen wir mal weiter gucken. So, der hier wandert erstmal weg. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Fundamente. Das sind nämlich, glaube ich, die hier, die wir brauchen, ne? Ne, warte mal, welche brauchen wir denn? Die, brauchen wir die hier? Jo. Ja, genau, die brauchen wir. Die müssen wir in die Ecken setzen, damit das Ganze dann noch später ordentlich aussieht. So, den dahin. Ja, und dann müssen wir jetzt mal gucken, warte mal. Alles nicht so einfach hier. Ja, hier hinten den, dann nehmen wir hier das 2 Meter. Zack, zack. Das hier. Ja, jetzt würde ich erstmal hier hinten, glaube ich, ein 4 Meter Fundament erstmal dran bauen. Hier auch. Das hier nicht mehr. Das heißt, wir würden hier warte mal, bis dahin können wir gehen, ne? Genau. So, das heißt, da ist der Spaß. Wir ziehen mal das hier runter. Machen das mal auf vertikal. Nehmen wir mal hier das ganze Holz nochmal weg. Sollen wir jetzt den hier hinsetzen? Dann setzen wir da jetzt 2 Meter drauf. Nehmen den weg. Hängen den da dran. So, genau. Den hängen wir dann da dran. Und dann bauen wir uns gleich quasi mal entspannt wieder nach oben. Genau, das machen wir aber gleich. Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier den Ding ins Gesetz kriegen.
brauchen wir noch einen Miner. Produktion, Miner. Der muss nochmal kurz weg. Weg. So, wenn wir jetzt den, den und den hier hinbauen. Und hier wieder mit der 2 Meter Rampe. Das wird nicht funktionieren. Ist aber auch nicht schlimm. Das können wir dann erstmal so offen lassen. Das ist nicht das Problem. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir es hier machen. Genau, jetzt müssen wir nur irgendwie gucken, dass wir da hochkommen. So, was wäre jetzt das Schlauste? Wenn wir hier vorne direkt ein 2 Meter Fundament hinsetzen. Das hier. So, dann würde ich hier aber schon rüber gehen wieder. Genau, und dass wir hier schon mal wieder einen 4 Meter hinsetzen. So, dann geht das hier hoch. Und dasselbe machen wir dann nicht hier. Kommt das hier an. 3, dann nehmen wir hier nochmal 2 Meter. 2 Meter fehlen noch. Machen wir das einmal so und das einmal so. Genau, das kann ja ruhig so bleiben. Das ist ja kein Problem. Da machen wir dann das noch hin. Das sind eh die Ecken. Aber dann würde ich ganz gerne hier vielleicht ein 2 Meter Fundament hinsetzen. Und würde hier einen 4 Meter hinsetzen. Ich glaube, ich ein bisschen sinniger, wenn wir das so machen würden. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus. So, jetzt machen wir erstmal hier das 4 Meter dran. Viel früher kann ich hier gar nicht rüber, ne? Also, dann machen wir den. Das ist wieder so eine Zwickmühle hier. Alles nicht so einfach. Was war aber ganz anders? Ich hätte eine andere Idee. Pass mal auf. Lass uns das nochmal abreißen. Lass uns hier auch nochmal eben alles wegmachen. Eine andere Idee. Genau. Wir gehen nämlich quasi einfach hier weiter hoch. Weißt du, passt auch nicht. Mist, ey. Mist, 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 Mist. Andere Idee. Jo, ich habe eine richtig gute Idee. Wir machen nämlich folgendes. Pass auf. Das lassen wir erstmal so. Wir gehen, machen das Ganze dann wieder rückgängig, was ich gerade gemacht habe. Das war nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Das heißt, ganz kurz. Einmal den hier und dann einmal. Ja, bleibst du dir den Bomben ruhig ein, das ist doch völlig okay. So, dann nehmen wir jetzt hier einmal die 4 Meter. Da wieder die 2 Meter. Da wieder die 4 Meter. Und damit sind wir schon mal auf derselben Höhe dran. Okay, das ist schon mal ganz gut. So, das haben wir dann schon mal. Genau, dasselbe machen wir dann auch hier. So. So.
finde ich jetzt optisch nicht so dramatisch. Wobei, wir könnten natürlich auch sagen, wir gehen nicht nur mit einem Fundament runter. Ich habe da eigentlich eine ganz gute Idee, denke ich mal. Das könnte eventuell ganz gut funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ob die Idee gut ist, wird sich zeigen. Genau, ob die Idee gut ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall können wir hier hochgehen. Das ist beziehungsweise auch runtergehen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur überlegen, wenn ich jetzt hier das Förderband raushole, ne? Hier haut er 60 raus. Wir müssen gleich als erstes mal das MK2 freischalten, sonst wird uns die ganze Betonproduktion hier absolut mal gar nichts bringen. Und das heißt, wenn wir jetzt hier reinbauen, dann würde ich jetzt nämlich vorschlagen, mache ich jetzt folgendes, dass ich hier einen Turm hinbaue. Also hier kommt eine Wand hin. Hier mache ich einen Förderbanddurchgang hin. Der geht dann hier rein und dann bauen wir hier einfach einen Turm nach oben. Und wo wir dann hier oben, würde ich vielleicht hier tatsächlich die Produktion aufbauen. Dieser müssen wir dann später natürlich nochmal wegsprengen. Ich hoffe, dass das natürlich auch noch funktionieren wird. Aber ich bin da eigentlich recht optimistisch. Aber wenn wir, jetzt lass mich mal kurz überlegen, wenn wir so bauen, dass wir hier Betonproduktion aufbauen, dann müssen wir haben an Breite Minimum, warte mal, 1, 2, ein Konstruktor, 1, 2, ein Konstruktor, 1, 2, ein Konstruktor, 1, 2. Mindestbreite 8 Fundamente brauchen wir. Genau, das heißt, wenn wir... Wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3... Warte mal kurz. Ich baue das hier oben auf, alles gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Als wenn das nicht wie die Faust aufs Auge passt hier. Richtig nice. Wie gesagt, die Steine gehen wir von aus, dass wir die später wegsprengen können. Hoffe ich zumindest. Und dann werden wir jetzt hier oben die Betonproduktion aufbauen. Genau, das heißt, in der vollen Breite geht es dann quasi los. So, aber jetzt die Frage, ich lasse hier die Ecke mal komplett frei. Das heißt, hier wäre der Startpunkt. So, da wäre der Startpunkt. Den brauchen wir. Genau. So, dann brauchen wir ganz kurz 6. Einmal, dann brauchen wir jetzt nämlich hier 4. Da wird der erste hinwandern. Da der zweite. Da der dritte. Und da der vierte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brauchen wir 9 Fundamente brauchen, Entschuldigung. Nicht 10, sondern wir brauchen 9. Sorry dafür. Okay. Das passt aber hier dann auch ein bisschen besser mit dem Durchgang. Genau. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, hier
ist quasi erstmal Schicht im Schacht. Gut, pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Wir holen nochmal eine Schnecke hier oben runter. So, wenn wir schon mal dabei sind. Aber es gibt eine richtig geil große Betonproduktion. Ich mag das jetzt schon wieder. So, aber der hier muss ja auch hier noch rüber. Das heißt, der geht jetzt erstmal hier hinten weiter. Und jetzt ziehen wir den erstmal hier rüber. Und jetzt wird der ganze Spaß erstmal dick in die Länge gezogen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier 1, 2, 3, 4 Konstruktoren. Wir brauchen noch Kabel. Die müssen wir mal eben kurz holen. So, was soll ich jetzt machen? Kabel, ne? So, jetzt pass auf. Lass uns aber, bevor wir das jetzt machen, das wird jetzt wirklich logistisch gesehen nicht gerade einfach. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt erstmal Folgendes. 300 Eisen, pass auf. Wir holen jetzt erstmal Material am Start. So, und zwar fangen wir jetzt erstmal damit an, dass wir erstmal Eisenplatten holen. So, machen wir mal. Jetzt haben wir 400. 600, pass auf. Dann lass uns den Stack noch voll machen. Dann haben wir 800 Eisenplatten. Das ist schon mal ganz gut. Dann werden wir jetzt nämlich mal eben die schon mal da reinpacken. Einmal 200, 300. Dann machen wir aus dem Rest jetzt mal eben ein paar Eisenstangen. Brauchen wir auch nur 300, das geht ja auch ratzapp. Beton sollte ich auch noch genug haben eigentlich. Dann hoffe ich, dass zumindest, dass wir gleich schon mal wieder ein bisschen Beton produzieren können. Das wäre schon mal richtig gut. Aber wir müssen dann gucken, wo wir das alles herführen. Mal gucken. Aber es ist ganz gut, wenn wir dann auf derselben Höhe sind, dann haben wir dann auch später keine Höhenunterschiede drin. Das macht die Sache schon mal ein bisschen entspannter. Also Betonproduktion, das ist jetzt erstmal das Nonplusultra, die brauchen wir jetzt erstmal. Ohne die keine Chance. Wir müssen Beton in Massen produzieren. Wenn wir nicht in Massen produzieren, bringt uns das nichts. Dann können wir nicht betonieren. Und wir werden jetzt in den nächsten Folgen Beton brauchen, ohne Ende. Ja, das ist das Problem an der ganzen Sache. Gut, ich mache direkt mal eben alle weg. Machen wir erst das Inventar wieder ein bisschen leerer. Und dann können wir mal gucken. So, das sieht schon mal ganz gut aus. So, wir haben noch 27 Dingens, verstärkte Eisenplatten. Das heißt, wir brauchen nochmal eben drei. Lass uns aber erstmal in die Konstruktoren bauen. Also, wir lassen uns erst die Konstruktoren machen. Machen wir eben kurz die Kabel fertig. Genau, dann lass uns eben die Konstruktoren setzen. Dass wir uns dann wieder aufs Wesentliche konzentrieren können. Das wird, glaube ich, die größte Betonproduktion, die ich jemals aufgebaut habe.
Ja, ohne Witz. Also ich glaube, so viel Beton habe ich noch nie produziert. Aber kommt das hin? Ja, das kommt hin. Das nächste ist dann hier. So, dann der nächste hier hin. Und dann kommt der nächste hier hin. Okay, so, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt, was haben wir für eine Breite hier? Einfach zum Nachmessen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und 4,5. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier wäre die Mitte, wo quasi alles zusammenlaufen muss. Dass wir es dann wieder aufgeteilt kriegen. Das heißt, wir würden das jetzt folgendermaßen machen. Logistik würde jetzt hier erstmal tatsächlich einen Fusi hinsetzen. Genau. So, die Frage, lasse ich das offen? Mache ich nur den zu? Dass wir ein bisschen was von der Logistik auch sehen, ja, ne? Ja, würde ich auch vorschlagen. Das lassen wir mal so. Der muss nochmal umgesetzt werden, sorry. So, hier stellen wir eben kurz einen Beton. Hier stellen wir einen Beton. Da kommt Beton rein. Und hier kommt Beton rein. So. So, das heißt, fangen wir an. Der hier muss erstmal hier rein. So, der hier hinten kommt hier rein. Ach, nicht weit genug gebaut, ich depp. So. Der kommt hier rein. So, wie viel machen wir jetzt hier? 15, 30. Insgesamt machen wir dann 60 Beton. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. 60 Beton pro Minute. Das ist ein Traum. So, dann machen wir den nach dahin. Der geht hier rein. Da habe ich hier vorne den dahin gemacht. Und den machen wir dahin. Den machen wir dann da drauf. Der wandert dahin. Okay, das sieht schon mal eigentlich ganz gut aus. Dann muss der hier da wieder raus. Und dann ist aber die Frage, wie teilen wir das Ganze auf? Aber das machen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal, ich würde ganz gerne erstmal gleich die Zuleitung machen. Packe ich mal eben die 300 Stangen da rein. 200, 300. Dann gehen wir nochmal ein bisschen Beton holen. Wir produzieren tut das schon mal nicht mehr. Das ist schon mal gut. Mehr oder weniger gut. Ja, aber auch noch ein bisschen Beton gesammelt. Das ist schon mal ganz praktisch. Können wir jetzt die 200. Tun uns dann jetzt nicht ganz so weh. Dann ist das okay. Wir haben immer noch fast 900 Beton. So, jetzt brauchen wir noch verstärkte Eisenplatten. Da können wir aber eigentlich auch erstmal hier die Produktion wieder abreißen. Denn das hier, das brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann ist das nämlich schon mal weg. Dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Platz. So, jetzt machen wir dann noch eben die restlichen Eisenplatten. Wie viel brauchen wir denn da? So, wir haben im Inventar momentan an verstärkten Eisenplatten 23. Das heißt, wir brauchen insgesamt 37. Also brauchen wir 444 Schrauben. Das passt aber auch. Ja, wird heute halt mal wieder eine längere Folge, ne? Aber dafür produzieren wir dann schon mal in großen Maßen Beton.
Okay, was heißt im Maßen? Also 60 Beton pro Minute. Brauchen dafür aber natürlich erstmal das MK2-Band. Ohne MK2-Band wird da nichts funktionieren. Das ist erstmal ganz klar. Denn wir müssen beide Minen übertakten, dass wir auf insgesamt 180 Beton kommen. Und diese 180 Beton müssen wir dann logistisch gesehen wieder vernünftig aufteilen. Ne? In Hälfte, Hälfte. Und deswegen müssen wir da mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube nicht, dass ich das heute in der Folge schon fertig machen werde. Sondern das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Müssen wir mal gucken. Aber wenn der Beton dann läuft, dann ist schon mal viel mitgeholfen. Weil wie gesagt, mit der Zuleitung, da bin ich noch ein bisschen am struggeln. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir das machen. So, ja, danke, reicht, okay. Jetzt die verstärkten Eisenplatten. So, zack, 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 komm, geben wir die 50 und check, perfekt, gut, dann hauen wir jetzt die 50 Eisenplatten da rein. Okay, jetzt bleibt ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Milestone reached. Improved versions of conveyor belts and conveyor lifts are now accessible. To encourage additional verticality, conveyor poles now have a stackable variant. Werde ich nicht mehr abbrechen, bevor es wieder beschwert wird hier. Nein, nein, das meine ich mehr. Ich lasse die Eva jetzt immer ausreden. Ganz einfache Geschichte. So. Aber es setzt die Frage auf, wie viel teilen wir es auf? Teilen wir es auf 4? Also ich würde schon ganz gerne echt in Massen produzieren. Ne? Das heißt, wir könnten es ja wieder so aufteilen, dass wir da 15, 15, 15, dass wir 4 Container haben. Das könnte man ja gut bewerkstelligen. Ne? Wenn wir jetzt hier reingehen und wir sagen, machen jetzt hier scheiße, wir brauchen noch einen intelligenten Splitter, fällt mir gerade ein. Genau, pass auf. Machen wir das mal eben. Und dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann die Zuleitung in der nächsten Folge. Einmal, zweimal. Dann brauchen wir 5 Dingens, Kupferblech. Und wir brauchen insgesamt 20 Turbodraht. So, das gibt einen KI-Begrenzer. Den haben wir jetzt. Und jetzt brauchen wir noch 2 Rotoren. Einmal, zweimal. Jetzt haben wir nicht genug Schrauben. Da können wir aber auch noch eben Nachhilfe schaffen. Okay, pass auf. Dann machen wir das nämlich wie folgt. Das heißt, hier kommt dann der intelligente Splitter hin. Rein. So. Jetzt machen wir linke Ausgang Beton. Mitte kommt dann irgendwann der Überschuss rein und rechte Seite kommt ebenfalls Beton raus. Gut. Dann, so. Dann machen wir das jetzt. Bauen wir alle 4 nebeneinander. Dann hätten wir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zubauen soll, komplett, dass man davon nichts mehr sieht, oder machen wir nur 2.
Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen das jetzt folgendermaßen. Hier könnten wir eigentlich mal eine Fensterscheibe hinpacken. Dasselbe machen wir hier. Dann machen wir jetzt hier einen normalen Splitter hin. Der geht dann da in den Container. Dann machen wir hier noch ein Fenster hin. Da noch ein Fenster hin. Und dann machen wir hier hinten noch einen Splitter hin. So. Der kommt dann dahin. So, und hier wird einmal komplett zugemacht. Und später beleuchten wir das Ganze von innen. Dann sieht es richtig cool aus. Na, hier wird zugemacht. Ja, dann machen wir jetzt hier den einmal rein. Dasselbe machen wir dann einmal hier. Der wandert nach dahin. Der wandert nach dahin. Er bleibt aber hier offen. Der nach dahin. Und dann haben wir ja einen komplett frei. Und dann machen wir den einmal dann quasi dahin. Den machen wir nach hier hin. So. So. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus. So, so. Dann kommt da eine ganz normale Wand vor. Dann kann man das von da beleuchten. So, eigentlich ganz, ganz schick. Würde ich sagen. Zwei. Einmal, zweimal. Das ist der. Wer ist denn das? Ah, ja, falsch gebaut, echt Depp, ey. So, jetzt müssen wir hier hinten das selber nochmal machen. Den noch da, ne? Genau, das sieht auch erstmal schon mal eigentlich schon mal ganz gut aus. So, wir brauchen auf jeden Fall drei Fundamente erstmal noch hier dran. Das ist echt ohne Witz, das ist die größte Betonproduktion, die ich jemals aufgebaut habe. Also so groß habe ich noch nie eine Betonproduktion aufgebaut. So, einmal. Zweimal. Da kommt der Überschuss später hin. Dreimal. Und viermal. Organisation 1, 2, 3, 4. Wir brauchen ein paar Eisenstangen. Okay, dann machen wir die noch eben fertig. Wir müssen ja hier, glaube ich, noch ein paar Dingens haben. Ein paar Eisenbarren. Ach, schon wieder 50 Minuten, ey. Wo ist die Zeit hin, ey? Die rennt immer so weg. Aber ich glaube, wenn das fertig ist, sieht das richtig geil aus. Ich denke, das könnte echt was werden hier. So, den dann da dran. Ne, das ist zu weit, glaube ich. So müssen wir. Ja, genau. Den so. Den so. Und den so. Genau, und ziehen wir den nämlich einmal hier raus.
Das passt ganz gut. So, müssen wir die noch hier rausführen? Machen wir mal hier. Ach, schon wieder kein Eisenstangen. Einfach viel zu wenig gemacht. Ich glaube, das Schlimmste wird später auch noch die ganze Zuleitung. Also die Zuleitung wird, glaube ich, auch nicht ohne. So, alles kurz vor der Mitte. So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann haben wir jetzt hier quasi einmal das Ende. Dasselbe haben wir jetzt einmal hier drüben. Ziehen wir den hier nochmal eben ein bisschen weiter. Dass ich dann noch nebenher laufen kann hier. So, hier würde ich aber sagen, kommt auf jeden Fall ein Fenster rein. Hopp, hopp. Eigentlich könnten wir hier auch ein Fenster reinmachen. Machen das dann später auch zu. Da kommt kein Fenster rein, aber hier kommt noch ein Fenster rein. Und hier kommt ein Fenster rein. Das sieht erstmal soweit ganz gut aus. So, jetzt würde ich auch vorschlagen, machen wir hier Tür, Tür. Dann haben wir 1, 2, 3, wo wir mit dem Fenster reinpacken. Würde ich sagen, ne? 5, 1, 2, 3. Dasselbe machen wir dann auf der anderen Seite. Und das ist echt ohne Witz die größte Betonproduktion, die ich jemals aufgebaut habe. 3. Hier stelle ich die Tür aber erstmal auf immer geschlossen. Die Tür machen wir erstmal ebenfalls auf immer geschlossen. Weil hier geht es runter. Okay, jetzt machen wir 2 nach oben. 2 nach oben. Jetzt brauchen wir erstmal hier hinten die ganze Zuleitung. Ich hoffe, das reicht, dass wir einen Beton haben, ey. So. Wichtig ist erstmal nur der Teil, der runterkommt. Der ist erstmal wichtig jetzt. Der Rest ist erstmal, den Rest kann man alles später machen. Also wichtig ist erstmal nur, dass die beiden Minen unten ans Laufen kommen. 6. Ja, und der ganze logistische Scheiß, ne? Das ist natürlich auch noch so ein Punkt. So. Cool. Wunderbar. Das heißt, das läuft schon mal. Jetzt machen wir aber hier schon mal den nach oben. Weil irgendwie muss ja erstmal der Strom hier hinkommen, ne? Genau. So, und jetzt lassen wir uns was mit der Zuleitung einfallen. Wir müssen... Ja, an sich schlau wäre es, wenn wir tatsächlich... hier in die Ecke den Turm nach oben machen. Ja. Das wäre total schlau.
Genau, wir sind quasi da. Das heißt, weil da können wir alles nämlich wunderbar verteilen. Zack. Ja, das haben wir jetzt schon mal das erste Problem. Das würde nämlich jetzt nicht passen, weil wir jetzt hier wieder 2 Meter Höhenunterschied drin haben. Aber da der Turm ja eh eingepackt werden soll, machen wir das folgendermaßen. So. Drei. Das ist jetzt sehr schlau, was ich gemacht habe. Aber egal. 1, 2, 3. 4. Da rein, da hoch und dann. Wird der erstmal hier oben zugemacht. Genau, das sieht erstmal soweit ganz gut aus. So, jetzt die Frage, wo muss ich ja irgendwie auch auf den anderen Turm kommen? Also entweder ziehe ich den anderen Turm hier gerade durch, baue dann eine Brücke rüber. Lass uns versuchen von hier da den Turm einfach hochzubauen. Was erstmal eine ganz gute Idee wäre, wenn wir das Ganze mal hier rüber ziehen. Das heißt, da ist eh der Turm geplant. Das heißt, bis roundabout dahin. Und jetzt die Frage, wie sieht das aus von der Höhe her? Passt das auch nicht? Das sind auch die 2 Meter Höhenunterschied. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und die 2 Meter kriegt man eigentlich immer ganz gut überbrückt. Schlimmer ist es mit 1 Meter. Aber so langsam geht mir der Beton aus. Das ist viel schlimmer. Ja gut, aber eigentlich brauche ich auch nichts mehr. Muss den Kram nur noch da reinführen. So, dann machen wir hier den so. Und den ziehen wir dann hier noch. Und das passt ja jetzt auch nicht. Brauchen wir hier auch. Na, hier auf derselben Höhe. Wobei, warte mal, lass uns das mal hier tauschen. Genau, lass uns mal hier so nach unten gehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen sinniger. Hier lassen wir das so, wie es ist. Das ist okay. Genau, das ist nur rein optische Sache. Okay, so, das heißt, hier muss jetzt erstmal der Lift rein. Mache ich den einfach in die Mitte oder mache ich den direkt nach hier oben? Dahin. 6. Brauchen wir Eisenplatten für. Pass auf, Freunde. Wir machen das so. Wir haben den ganzen Spaß soweit schon mal stehen. Das Wichtigste ist geschafft. Wir haben mega viel geschafft jetzt. Und in der nächsten Folge machen wir den ganzen Spaß dann fertig, dass dann der Beton anfängt zu produzieren. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Ich finde es mega cool. Mir gefällt es optisch ganz gut. Und bis dato finde ich eigentlich auch alles schön in die Landschaft integriert. Kann man mit leben. Verschönerung gibt es natürlich immer. Wie gesagt, die Felsen hinten, die werden wir dann auf jeden Fall wegsprengen können. Und schauen wir einfach mal. Gut, Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.